Spider-Man, Batman, Doppel-Batman, doppelte Scharke. Ja, ich weiß, manchmal ist es ring, ding, 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 ring. Bonjour, meine Freunde der leichten Unterhaltung. Wir spielen wieder mal eine Runde Sturm to the Top. Schon wieder falsch gemacht. Hier in diesem Format geht es wie immer darum, dass wir die Top 10 der QSG-Rankings probieren zu erreichen oder Stetsumatikus. Und ich befinde mich in einem argen Vorproduktions-Dingel-Ringel-Linge-Ding. Und alle Atzen singen. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und richtig Bananas gehen und Hamburgers. Das macht ihr sonst auch immer bei dem Format. Das finde ich toll. Ich muss gleich aufstoßen, Mathe. Hatte keiner gehört. Das war ein bisschen ekelhaft jetzt, ne? Aber wem das trotzdem gefällt, der kann das gerne liken. Jetzt gucken wir aber erstmal aufs Ranking. Dann geht's in drei Runden, wo ich ins Deathmatch komme. Und dann nochmal aufs Ranking. Und dann gucken wir auf die Fates dieser Aufnahmesession. Von daher legen wir einfach mal los mit dem Ranking jetzt, oder? So, wir sind auf Platz 212. Haben 107.620 Punkte, 2.391 Kills, 728 Death. Eine KD von 3,28. 1.042 Spiele gespielt, davon 299 gewonnen. Eine Siegeswahrscheinlichkeit, die steht da zwar nicht, aber die sage ich immer wieder dazu, von 28,69%. Und jetzt viel Spaß bei der ersten Runde. So, da sind wir auch schon in der ersten Runde of Live. Wir spielen City of Elders. Das ist immer kompliziert. Da braucht man einen guten Start bei der Map tatsächlich. Sturm, wie bester Mann, ich schwör. Kostet Geld, wenn du das sagst. So, warte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte. Und... gut, da kommt ja auch nichts mehr tippen, damit ich mich schlecht fühle, weil ich ihn getötet habe. So, gucken wir mal, können wir hier was abgreifen. Hier ist eine Chest, die ist besser als unsere. Hier ist nochmal eine Chest, das ist super zwar, aber andere Rüstungsteile wären mir tatsächlich ein bisschen lieber gewesen, denn das ist sehr, sehr einseitig. Hier ist noch was drin. Nicht dein fucking Ernst, oder? Kennst du 17 Chests? Sind jetzt alle brustlos? Oh Gott, ich verkneife mir jeglichen schlechten Wortwitzsatz. Nicht dein Ernst! Die ganze Zeit nur Chests, Alter! What the fuck? Nur Titten! Jetzt habe ich 17 fucking Chests und nicht mal ein gutes, besseres Schwert oder so bekommen. Und er hat natürlich auch eine Eisenchest an. Willkommen in der Eisenchest-Runde. Gut, wenigstens ein bisschen was am Stansen. Das war jetzt sehr laut. Hoffen wir mal, dass das keiner irgendwie so ein bisschen mitbekommen hat. Das wäre zumindest ganz Nizza. Yes. So, wir haben nämlich jetzt eine Hose, das hier und auch mal so ein Schissel from the Rizzle. Hier können wir tatsächlich gar nicht runterfallen, ne? Hier sind umgekehrte Leitern platziert. Ach nee, okay. Ich dachte nämlich gerade, dass... Hallo. Ich bin sehr schlecht mit Pfeile, Birke gerade. Hallo. Ernsthaft, Alter, ich habe so 17 Pfeile verschossen. Aber ich habe einen ganzen Stack Pfeile. Machen wir weiter. Piu! 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 Alter. Alter! Ich krieg's einfach nicht hin. Oh my god. Look at my butt. Okay, aber der eine Typ hatte zum Beispiel auch nur ein Holzschwert. Das ist natürlich jetzt erstmal extrem unerotisch, wenn man drüber nachdenkt. Denn ein Holzschwert an sich ist nicht das Wahre. Gucken wir mal hier. Alter. Krass aus, ne? Jetzt geht hier die Bombe hoch. Alter. Kennst du? 18 Schüsse. Komm bitte einfach nur da rein. Ich schieße in einem Leute, wenn ihr das erste Mal eine Sturm to the Top Folge guckt, ich bin ab und an besser mit dem Bogen. Ich verspreche es. Guckt in die anderen Folgen. Scheiße, wie peinlich, Alter. Es war so peinlich, dass es schon tatsächlich wieder lustig ist. Oh Mann, Alter. Nur Chests, ey. Was eine Runde. Oh, jetzt habe ich nur... Jetzt bin ich nur den Schüssel. Schüssel. Ich kann nicht mehr Schüssel sagen, mein Auge tränt. Ich habe Angst jetzt. Ich habe gerade irgendwas mit Chili gegessen, deswegen darf ich jetzt auch nicht mit den Händen in die Augen, weil natürlich... Schwachsinn. So, hi. 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 Ja.
Wir sind ein bisschen zu weit voneinander weg, mein Lieber. Oh, da haben wir uns beide wieder getroffen. Ja, raffiniert. Er hat halt ein Eisenschwert, ne? Hi. Das mache ich nicht mit. So. Komm, er hat auch bis dato schön gechillt. Dude noch hinter uns? Nee. So. Einer schreibt nur GG. Oh, oh, oh. Oh! Da ist jetzt die Scheiße richtig am Dampfen, aber. Der Dude wird verbrennen. Könnte man eigentlich tatsächlich nochmal. So, jetzt hier Gebow-Spam zumindest. Ein bisschen Damage zu machen. Trifft aber sehr gut. Komm ich weg. Ach, guck, er macht exakt das Gleiche. Ist der andere Dude nicht tot? Ah, doch, doch, er ist gestorben gerade. Haben, glaube ich, fast identisch viele Leben. Hab aber leider nichts aufsammeln können. Wird auf jeden Fall nochmal ein spannender Kampf werden, wenn wir uns gleich sehen. Ich habe noch 21 Pfeile immerhin. Na. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Er ist halt im Nahkampf. Er hat bessere Sachen. Ich muss da dem Bowspam, auch wenn er nochmal kommen würde, eigentlich mir da die Überhand halten. Okay, er geht nicht weiter tatsächlich. Ja, links will ich dich nicht. Jetzt hat er auch keine Ahnung, welche Seite ich mich mehr ausrichte. So, jetzt. Ah, shit. Ja, komm, da ist es. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Da ist das Ding. GG, das war gutes Aushalten, guter Showdown. Richtig knapp auch mit den. Komm runter, Sturm. Okay, da komm ich runter. Viel Spaß bei der zweiten Runde. So, und da sind wir auch schon in der zweiten Runde jetzt. Eine Runde Ziba Tower, da geht's in die Skybar. Ihr wisst, da gibt's nur die mit Sondermeilen, das richtige Getränk. Zicke, zacke. So. Das ist Crap. Besser als das hier. Oh Gott. Jetzt hätte ich auch noch ein bisschen was absagen können, glaube ich. Hier noch. Alter, ist das ein Scheiß. Ist das ein Scheiß. Mal ihn weg. Oh Gott, sind die am Laggen. Er konnte mir einfach gar nichts, Alter. Der war so hart am Laggen, der Dude. So. Und du siehst aus, hättest du wenig Leben, sonst wärst du nicht so davon gerannt. Jetzt gucken wir mal hier. Das mal weg, das rein. Und der nächste. Perfekt. Oh, Alter, jetzt sind wir mal richtig rasiert gerade. Gucken wir mal. Schuhe brauchen wir noch, ne? Komm, 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 komm. Du hattest einen Goldapfel, Alter. Was läufst du weg? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wird einer richtig kassiert haben. Okay, hab ich nicht. Kurz hier bleiben. Sind die hinter mir? Nee. Okay, oh Alter. Das war gerade missliche Lage, wenn der mir weiter hinterhergelaufen wäre. Ich habe halt nur noch ein TNT. Das hätte ich perfekt platzieren müssen. Haben wir Schuhe? Ja, haben wir. So, Full Iron. Das mal da rein. Heilige Mutter Gottes. Am Anfang haben wir außen schön gearbeitet. Außen war wichtig tatsächlich, dass wir da so viele geholt haben. Hat aber auch viel mit dem Schwert und den beiden Leggy-Dudes zu tun gehabt. Und dadurch konnte ich mir viel Rüstung machen. Direkt nach dem Essen aufnehmen ist halt auch echt beschissen, weil da ist man so im, oh, ich hab gerade so viel Kohlensäure getrunken, mein Magen ist so. Aber man ist wenigstens mal wieder ein bisschen fitter im Kopf. Tatsächlich tierisch Angst, Leute, das wird jetzt mittendrin sein, an dem Tag ungefähr, wo ich, nee, da bin ich glaube ich jetzt alle schon umgezogen. Wenn ihr diese Videos seht, da bin ich ja gerade nicht actively am PC am werkeln. Oh, du Assi. So, okay, kein Damage. Da bin ich ja nicht aktiv am PC am werkeln. Oh ja, genau, Junge. Genau, hi. Ficken! Mann, ey. Zählt das denn? Eigentlich. Ich glaube, ich lasse das als erstes Mal als Runde drin. Erstens, weil wir extrem gut waren. Zweitens, weil das Deathmatch halt nicht gekommen ist. GG. Und das halt einfach eine scheiß Situation war. Ich bin jetzt gerade genau in die Reihen gegangen. Aber das war tatsächlich einfach eine gute Runde. Und da waren auch Sachen drin. Warum, sorry, gut gespielt. Das war halt einfach nur eine One-Hit. Die lasse ich aber einfach mal drin und einfach mal gelten, weil eben das Deathmatch nicht gekommen ist. Und dementsprechend die Runde auch beendet war und nicht unter den letzten vier war. Von daher, mal eine Ausnahme, mal was Neues. Dübbelidü, dritte Runde. So, da sind wir auch schon in der dritten
Ende. Und es geht eigentlich ganz passabel los für uns. Mir da das nicht gekeyt auf die 1. Und die Kiste ist natürlich nicht da. Ein einziges Mal, wenn ich da mal hingehen möchte. So, er probiert sich mit seinem Pfeil und Bogen ein bisschen Schüssel zu holen. Da würde aber nicht funktionieren, denn ich lasse mich doch nicht im Bowspam kriegen. Mein Lieber. So funktioniert es ja mal gar nicht. Machen wir das hier mal da rein. Du hast noch gar nichts. Und du hast das Eisenschwert. Genau. Damage reindrücken, solange er wegrennt. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Eisenschwert in die Hand nehmen, das anders an. So, perfekt, das brauchten wir genau. Essen. Jetzt müssen wir uns kurz Essen farmen gehen. Oder auch nicht. Das weg. Ach, komm. Ha! Jetzt werde ich gehastet. Jetzt sehe ich gerade Siegchancen. Besonders. Und, ach, ich dachte, ich kann zwei reindrücken. Komm, du hast deinen Bogen schon in der Hand. Jetzt dreh dich doch so blöd um. Ach, komm. Kannst du nicht. Ja, dankeschön. Meine Güte. So, kurz das weg. Die haben wir hier. Alles gut. Der hat überhaupt nicht zugeschlagen oder sich mal probiert zu wehren. Ich glaube, hier ist gerade eben auch übrigens einer langgelaufen. Da bist du doch. Das ist natürlich ein bisschen spannend jetzt hier. Mich wie bei Call of Duty in schlecht. Oh, Alter. Ich treffe gar nicht. Dankeschön. So. Die ganze Zeit. Irgendwie viermal probiert man diesen Schuss zu machen und dann irgendwann im Endeffekt klappt es immer nur ganz, ganz selten und schlecht. Du hattest aber keine gute Chest noch, weil wir brauchten ja, wenn dann, eine Chest der Diamantontindos. Scroll, scroll, scroll. Das könnte etwas werden tatsächlich. Leute, ich bin jetzt schon tatsächlich ein wenig angestrengt. Ihr wisst ja, dass ich gerade nach wie vor produziert habe, in der letzten Runde gesagt. Aber das ist des Todes anstrengend. Ich habe jetzt so einen Aufnahmetag und einen Schneidetag. Und am Aufnahmetag habe ich selbst nicht alles hinbekommen, beziehungsweise bin ich auch gerade mittendrin. Es ist der Horror. Und ich kann euch das auch nicht immer in jeder Runde probieren zu erzählen, weil es gibt halt Runden, da will ich das ganz gerne erzählen. Dann verkacke ich das oder habe einfach keine gute Runde, die ich euch gerne zeigen möchte. Alter, muss mich verarschen. Jetzt habe ich wieder meine, ich heute echt AIDS-Bogen-Skills drauf. So. Hi. Er zielt halt derbe lange. Jetzt natürlich. Oh, hi. Das ist bestimmt direkt hinter mir, oder? Na, ah, ist weggegangen. Du wirst richtig wenig Leben haben. Ihr habt halt beide eure dummen. Alles gut. Dummen Dia-Chests. Bin nicht dran gekommen. Alles easy. Alter, ich fange schon wieder an zu flüstern, weil ich nicht normal reden kann. Also, es, wie gesagt, es ist auf jeden Fall. Ja, guckst du. Ach komm, Alter. Dann naseln wir dich doch halt. Und sterben dabei. Und sterben dabei. Und amazing, Alter. Und amazing. Immer wieder diese Sandwich-Situation ist richtig behindert in den Deathmatches. Aber, naja, da kann man nichts machen, wenn man in der Mitte ist. Da muss man gucken, wie man selber rauskommt. Da kann man noch so gefrustet sein. Und das hätte ich definitiv besser lösen müssen. So. Und deshalb natürlich, ich gehe mal kurz hier raus, das war jetzt GG, sind wir in der Mitte, dann bin ich angepisst, dann will ich kein GG schreiben, weil ich so ein Arschloch bin. Also es war ein gut Game, die werden das vielleicht ja sehen, es war ein gut Game, jetzt bin ich gerade zickig, weil das hätte ich besser machen müssen und dann bin ich in der Mitte und bin sauer, wütend. Ich darf das auch sein, ich bin auch nur ein Mensch. So, ja, dennoch, wenn euch das Video gefallen hat und meine drastischen Bogenskills und ich definitiv noch mehr mit meinen Bogenskills... Ja, dann machen sollte, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und Race skaliert ein bisschen aus. Ich werde jetzt die nächste Storm to the Top Folge, die ihr dann übermorgen sehen werdet, direkt hier hinten dranhängen und dann werdet ihr nach der nächsten Storm to the Top Folge hoffentlich auch schon alles aufgebaut in einem neuen hallenden Zimmer sehen, wenn denn alles gut geht. Drückt die Daumen, dass alles funktioniert jetzt gerade, denn das wird tatsächlich, wenn ihr diese Videos jetzt alle genießt, eine der stressigsten Wochen meines Lebens zumindest und dafür müssen aber dann auch Videos her, damit ich wenigstens von der YouTube-Front nichts mehr zu donnen habe für die Woche. So, wie gesagt, und jetzt gucken wir jetzt mal aufs Ranking am Ende und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann noch die Fails an. Ranking, Fails, jetzt. Viel Spaß. So, wir sind auf Position 210, haben 108.120 Punkte, 2.406 Kills, 734 Death, eine KD von 3,28 immer noch und 1.000
49 Spiele gespielt, davon 300 gewonnen inzwischen und eine Siegeswahrscheinlichkeit, die steht da zwar nicht, sage ich aber immer dazu, von 28,60%. Und jetzt viel Spaß bei den Fails dieser Runde. Oh Gott, wer das hier verliert, der... Ah, shit! Genau, fick dich! Genau, Junge, genau! Nichts machen, Alter, nichts kann man machen. Genau, und ich werde direkt gefickt. Und ich werde direkt gefickt von diesem...